Noch eine Runde oder Ende? Eine kurze geht noch. Okay. Aber da ist Schluss bei mir. Okay, hab Zufall geklickt. Bereit. Bin bereit. Next. Bereit. Okay. War ja klar. Was denn? Hm? Ja, war klar. Kurze Runde im Irrenhaus. Kurze Runde in der schlimmsten Map, die es gibt. Ah, machen das ganz schnell. Ja. EMF, nehme ich mit. Zeuge eines Geisterereignisses und wieder eine Kerze. Ich nehme EMF und Buch mit. Ich habe Fingerabdrücke hier und wieder diese coole Kamera. Will der unser Kameramann sein, okay? Ja. Geht gut, vor, ich film euch. Die Taschenlampe angemacht, aber ich konnte sie nicht nehmen. Die obere, ne? Die obere Taschenlampe kann man nicht nehmen. Ja. Die ist verbuggt, die konnte ich auch nicht nehmen. Gut. Okay, und der Stromding ist da rechts durch, also Strom dann links ist... und dann im ersten Raum. Okay. Ich würde erstmal reinlaufen. Oh, falsche Richtung. Hören. Vielleicht höre ich direkt schon die Tür. Hört ihr was? Nee. Gut, dann gehe ich schon mal runter und gucke unten. Hier ist eine Voodoo-Puppe in der Kirche. Strom ist an. Also im Keller ist alles zu. Ich glaube irgendwie nicht, dass es der Keller ist. Ich glaube, es oben. Ich wiederhole. Ich glaube, es oben. Turteltäubchen, Ende. Komm mal nach oben. Wo genau? Okay, ich guck mal die andere Seite unten auch nochmal. Die habe ich vergessen. Nur auf der Rückseite habe ich EMF. Ey, hier ist eine Toilette voller Blut. Glaube, ich komme zu euch. Oh, ich höre EMF ganz laut. Ist bei mir. Ah, hi Sissy. So.
Nee, nee, doch nicht. Dachte, ich hätte Orbs entdeckt, aber nee. Minustemperaturgrade hier. Wo denn, wo denn? Ich höre euch. Ich sehe euch nicht. Hallo, seid ihr? Rechts hin, Lerns, rechts hin. Okay. Ah, hier seid ihr. Okay. So lala läuft das Geisterjagen gerade. Schreib mir das Buch. Wo genau? Ja, in dem Dieser Raum. Hm? Ja. Okay. Ich gehe noch einmal raus und hole noch mal ein paar Sachen. Mhm. Mach schon mal Gefriertemperaturen. Ja, schreib in das Buch. Schreib in das Buch. In das Buch. Oh, Fingerabdrücke. Hallo. Fingerabdrücke. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dopsa, das sind Fingerabdrückis. Fingerabdrücke sind. Ja. Mit 5 Fingern. Dots fällt schon mal weg. Ich habe noch eine Tür gehört. Welche war das? Okay, ach, ja, hier. Die und die geht manchmal so ein bisschen durch. Ja, aber dann gucke ich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier geht's auch manchmal ab. Sanity ist 85 bei uns allen, also noch sehr gut. Mhm. Okay. Hat immer 5 Finger bis jetzt. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Oh, Orbs, 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 Orbs. Okay. Es ist ein Handtuch. Könnte ein Handtuch sein. Lass uns mal kurz nach der Mimik gucken, ob es ja noch Box sein könnte. Es könnte auch Box sein. Okay. Oh. Nimmst du eine Geisterbox mit? Nein. 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 Das ist die ganze Zeit verkackt. Ach, das wird schon. Hat ein Handtuch mehr Finger? Handtuch. Ein Handtuch hat. Bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Ja, gut. Und? Nee, nee. Das ist nicht der mit den komischen Fingern. Kälte scheint sie aggressiver zu machen. Das ist ja schön. Wie kommen wir es hier weg? Ich muss so atmen. So hauchen. Kerzen. Soll ich dann Kerzen holen? Weiß ich nicht. Sprich mit uns. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Frag mal, wie alt der Dude ist. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Man hört hier ja schon Geräusche überall, ne? Ja, aber er sagt nichts. Also auf die Box reagiert er gar nicht. Also ist es sehr wahrscheinlich ein Handtuch? Ist ein Handtuch. Ja. Okay. So, ihr könntet auch dazu bringen, eine Kerze auszublasen. Schreib mir das Buch. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich hole auch eine. Und so ein Kruzifix. Dann bleib ich hier und versuche ein Foto zu machen. Mach das, aber stirb nicht. Sonst musst du uns eine Runde ausgeben. Okay. Das heißt, wir kriegen eine Runde von einem Geist ausgegeben. Geil. Dopser regelt. Dopser, der regelt das. Dopsel, der regelt das. Da waren gerade Wachsmalstifte, glaube ich, drin. Topsel, der regelt das. Topsel, der regelt das, schreibt Flyer. Ja. Topsel, der regelt das. Ja, wäre aber eine Fotopuppe. Ja, aber wenn wir die benutzen. Also, du kannst sie benutzen für die. Alter! Oh, ich kann die mitnehmen, die Klingel. Geil. Ey, ich habe was mitgenommen, Schatzo. Schau mal. Tue ich hier hin. Schön. Tja. Gut.
Kann man wohl nicht mehr dingeln. Kerze. Oh, wollte ich gar nicht nehmen. Habe ich jetzt mal genommen. Okay. Jetzt auch. Oh. Oh, Freya, du kannst auf jeden Fall mit deinem Laptop Fallout 3 spielen. Erinnerst du dich noch an das Spiel, was nicht funktionierte? Das geht jetzt. Also Fallout ist ein schönes Spiel. Das kann ich dir empfehlen. Also falls du ganz große Langeweile hast, Fallout 3. Das ist wirklich gut. So, ich hab die Kerze. Nee, nee, auf keinen Fall Fallout 1. Ich hab dir Fallout 3 geschenkt. Genau, nicht 1. Tja, zeige dich. Ist kurz erschienen, aber war hinter der Tür und als ich fotografiert habe, war schon wieder weg. Ich nur Fingerabdrücke gehabt. Nicht den Geist. Ah, okay. Dann lade ich das mal runter. Haben alle Aufgaben erfüllt. Hm. Glaubst du, hast du mal Fallout 3 gespielt? Nee. Nee, okay. Also wir sind fertig? Mhm. Ja. Und ihr hattet Angst, dass es eine lange Runde wird. Albern. Wir sind Träumchen. Seit wir nicht mehr Anfänger spielen, läuft das komischerweise. Bei Anfänger hat es nie funktioniert. Und noch ein kleines Foto zum Schluss. Was? Ah, ich habe nicht gelacht, Dobser. Ich habe nicht gelacht. Ja, war das Letzte. Toll. Ja, dann schmeiße ich die Kamera hierher. Dann brauchen wir die. Aber guck mal, was ich mitgenommen habe. Wir haben jetzt die Klingel aus dem Gruselhaus. Hier. Das ist gut. Ich kann sie leider noch nicht richtig hinwerfen, aber. Du kannst sie in der Hand dingeln. Cool. So, wir haben Handtuch, war's, oder? Ja. Handtuch. Ja. Habt ihr alle Handtuch ausgewählt? Ein Handtuch, ja. Nice. Das ist das Strand-Handtuch? Das wegwerfen kann. Mhm. Ey, wenn, als ich das geworfen habe, ist gar nichts passiert. Wie kann ich draufdrücken? Oh. Und Rechtsklick. Also in die Hand nehmen, dann Rechtsklick. Nervt das? Ist gar nicht so auffällig, oder? Ich drück drauf, okay? Okay. Hui! Nice, so. Sehr nice. Nice, so peiso. Nice, Handtuch. Das war ein Handtuch? Ja. Okay. Flauschiges? Also ein kratziges. Richtig flauschig. Für 274 flauschig. Jetzt habe ich aber 274 Poké-Dollar bekommen. Warum? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Okay. Oh, was ist los, Freya? Mann, schreibt sie. Ui. Oh, seid ihr schon raus? Mhm. Lup. Ja, nice. Waren auch schöne Ründchen, Leute. Ja. Oh ja, dann geh ruhig raus, Freya. Kein Problem. Dann geh ich eben raus und komm in den Discord. Bewirbst du mich gerade? Hallo? Ach, so weit kann ich gar nicht werfen. Zum Glück. Tue ich erstmal so einen Holzklotz auf den Kopf. Oh. Hm. Also für noch eine Runde ist es zu spät, oder? Für dich, Dobser? Hm? Noch eine Runde ist zu spät für dich. Naja, gut, eine geht noch. Okay. Wenn ihr wisst, dass ich mit einem Süchtigen sprecht hier. Soll ich dann einen Cut ziehen? Ich kann ja Kevin darüber reden, was anderes mit mir zu spielen. Nein, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay. Aber dann würde ich mir kurz was zu trinken holen, wenn das okay ist. Ein Wässerchen. Klar. Bin ich gleich wieder da, ja? Hey, Rebecca, ich mach nochmal den Trailer an, ne? Freya, guck dir den Trailer an. Tada. Mit Agua. Agua con gas.
Also ich wäre soweit. Soll ich starten? Du bist die Einzige, die noch nicht bereit ist. Alban, pipapo. War das prickelig. Kennt ihr das, wenn man so schnell trinkt? Dann prickelt das so. Bewegungssensor, Kerze und Zeuge eines Geister-Events. Okay. Und ganz hinten links ist der. Okay. Orbs, Orbs, genau da, wo ich stehe. Essensbereich, Orbs, genau hier. Es sind Orbs. Okay. Nice. Ich gehe mal hinter und mach Strom an. Ich hab's gefunden, hier, einfach Orbs, hier, hier. Ups. Strom ist an. Nice. Das ging schnell. Schmeiß ich das Buch hier hin und sage, ja, also, schreib in das Buch. Ja. Ich habe aber keinen EMF bisher. Ja, also die Orbs sind hier bei dem Dingsbums geflogen. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Sind aber eindeutig Orbs gerade. Schreib in. Mach nochmal kurz das Licht aus. Buch. Guck nochmal genau, wo die sind. Da, direkt vor meiner Nase ist eher der Flur hier, glaube ich. Also genau hier. Hier, wo ich stehe. Nee. Weil hier Licht an war. Ja, okay. Aber Orbs sind eindeutig hier in dem Flur, Dingsda-Bumster. Ja, ja, kann schon sein. Hat mich jetzt nicht gewundert. Aber wenn da Licht an ist, ich hab hier diese Fingerabdrücke. Vielleicht war Kevin schon im Keller. Keine Fingerabdrücke. Der ist nicht so aktiv, der Dude. Minus hier. Hier? Ja, jetzt hier gerade irgendwo. Minus gerade. Das Minus gerade, wo ich stehe. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch, Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch, Buch. Das Buch. Ich würde mal ein paar neue Sachen holen. Ja, ich guck gerade wegen Fingerabdrücken, deswegen stehe ich hier noch so ein bisschen rum. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. EMFI 3. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Hier geht der allein. Oh. Ja. Dann gehe ich kurz raus. Oder hier. Schreib das Buch. Wie alt bist du? 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 Oder wo bist du? Kannst du mich hören? Nee, ist glaube ich nicht die Box. Schreib in das Buch. Das war ein Dotz. Der ist durch die Dotz gelaufen. Echt? Dann ist es ein Jurai. Was sind dann die Aufgaben?
Dobson, hast du mitbekommen, ist ein Jurei. Dots, Gefriertemperaturen und Orbsies. Habe ich, danke. Ich hab Angst, dass es wieder so eine Mimik ist. Lass nochmal EMF fliegen, weil dann könnte es vielleicht immer noch, also Box oder EMF sein. Nein, warte mal, Zwillinge. Fingerabdrücke, Geisterbox, könnte noch sein. Okay. Wegen Mimik. Oh, hast du das Licht ausgemacht? Ich glaube. Aha! Also, er wird auf jeden Fall aktiver und hat das Licht ausgemacht. Aber keine Fingerabdrücke zu sehen. Geist, blase die Kerze aus. Wenn man keine Fingerabdrücke sieht, dann ist das schon mal keine Mimik, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Schreib in das Buch. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Kommt ihr erstmal immer mit Chips hier rein? Was müssen wir noch machen? Er muss noch Kerze auspusten und wir müssen noch mal Zeuge werden von einem Geisterereignis. Dann hole ich meine Kamera. Hier draußen fühle ich mich so sicher. Kamera. Komm nochmal mit Fotokamera und Kruzelfixer. Und nochmal eine Kerze. Also Fingerabdrücke ist es ja super wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das können wir auch ausmachen, ja. Boxy? Ich glaube, die Box brauchen wir noch. So. Fühle mich tatsächlich auch heute gar nicht so Sanity low. So im echten Leben. Ich glaube, das färbt aufs Game ab. Auf wen reagiert der? Einzelperson. Ja, auf warte. Einzel? Okay. Ich mache ein Foto. Gar nicht so viel Lust, okay. Zeige dich. Funke deine Karte aus. Zeige dich gleich. Wie heißt das? Judy White. Judy White, zeige dich. Passiert nix. Das machst du gut, Dobsa. Ja, klar. Dobsa, sehr schön. Zeige dich. Wir glauben an dich, Dobsa. Ich glaube, ich krieg das gar nicht mit. Oh! Passiert aber nichts. Oh, jetzt, oder? Nee. Ich glaube, Sam macht alle Türen zu, auf jeden Fall. Zeige dich. Such deine Kerze aus. Vielleicht dann nur ihren Namen dreimal sagst oder so. Hat funktioniert. Die Kerze ist bestimmt ausgegangen, deswegen. Aber die Aufgabe. Die Aufgabe ist aber noch nicht erfüllt, oder? Ich gehe mal eben gucken. Ich hing hier gerade am Fenster und hab dir zugeguckt. Nee. Kerze ist noch nicht ausgepustet worden.
Sieht nicht so gut aus, oder? Komm mal mit rein, unterstütze. Hast du ein bisschen Unterstützung? Ja, gerne, aber macht irgendwie nicht. Was soll ich denn rufen? Ihren Namen, dass sie sich zeigen soll, irgendwie sowas. Oh, schau mal, da hinten ist wieder eine Kerze aus. Ja, hat, glaube ich, funktioniert jetzt. Hat aber wieder nichts gebracht. Echt? Also ich habe auf jeden Fall die Kamera. Judy White, erscheine. Sing ein Lied für uns. Judy White, sing ein Lied für uns. Judy White, sing ein Lied für uns. Judy White. Judy White. Erscheine. Judy White, puste diese Kerze aus. Judy White, zeige dich. Judy White, gib mir ein Zeichen. Judy. Alter, du kannst das Buch doch nicht wegwerfen. Hallo? Was soll das? Ist eben F5? Ne, 3. Kerze ist ausgepustet. Hat das funktioniert? Hat die Kerze jetzt funktioniert? Hä, hey, der hat aber schon viele Sachen hier. Der ist ziemlich aktiv gerade. 3. Judy White. Judy White. Ist aber richtig, ne? Ja. Judy White, Judy White, Judy White, erscheine. Die ist auf jeden Fall pisst gerade. Aber die Kerzen, guck mal, noch eine ausgepustet. Das ist schon die dritte. Ja, das buggt leider manchmal ein bisschen. Ah. Oder Durchzug. Ja. Warte, ich aber schnapp. Jetzt ist die Kerze, die Aufgabe ist erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch Zeuge von einem Geisterereignis werden. Okay. Ich guck mal kurz hin. Okay. Geisterereignis heißt erscheint, wir fotografieren. Ja. Hast du ein Fotoapparat? Ja. Sehr gut. Geist! Zeige dich, Judy White. Ich müssen mir das auf Englisch sagen. Show yourself, Judy. Ja. Judy. Judy. Judy, Judy, Judy. Judy, Judy, Judy. Judy. Kannst du mal Judy so mit einem richtig bescheuerten Akzent sagen? Die Judy. Judy! Judy! Ist eigentlich die Judy, Judy White von Walter White irgendwie so eine Perle oder so? Sagt mir nichts. Also, ja, Walter White sagt mir was, aber... Ja. Irgendwo ist er. Ah, der jagt! Scheiße! Ja gut. Das habe ich irgendwie nicht so mitbekommen. Verdammt, da Mist! Das war's. Dopsa? Dopsa! Tja. Mein Teller mit. Hallo? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wert ist, da tatsächlich noch zu warten. Ja. Das war unschön. Wir können es probieren, aber... Hast du ein Foto gemacht? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee. Das war unschön. Da liegt, okay. Das war unschön. Das war unschön. Tja. Na dann raus. Erscheine. Zeige dich, erscheine. Judy White, zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wollt ihr das? Judy White war mad. Oh, Herr Jemine. Wollt ihr das? Judy White. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Bin leider brei. Was soll ich sagen?
Scheine. Ich glaube, die mag ich. Ja, na dann. Aus. Okay. Ahu. So, Geist hatten wir ja schon bestätigt. Juraj. Wiebke, ich hoffe, das passt. Bist du soweit? Okay. Hui! Oh, kann ich nicht mehr werfen? No. Wie ärgerlich. Ist der jetzt von unten gekommen, oder? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Auf einmal war ich tot. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß, ich bin einfach umgefallen. Ja. Ja. Nee, weil ich habe ja zu dir geschaut da die ganze Zeit. Ich habe den Geist auch nicht gesehen und du bist die Treppe wieder hochgekommen und schreist, er jagt oder er huntet oder irgendwas. Ja, also ich war schon auf der Treppe und habe, wie so es mein Genick bricht, gehört. Aber ich hatte gedacht, dass er unten erschienen ist, weil ich habe so ein Lied singen gehört. Dachte mir, ich mache ein Foto von. Aber ich habe ihn nicht jagen sehen, keine Ahnung. Er war einfach unsichtbar. Gemein, oder? Schon, auf jeden Fall. Einfach gemein. Und wie Kevin schon sagt, halt auch, dass das nicht als Geisterereignis zählt. Wenn man dabei ist, wenn quasi ein Kollege erwürgt wird. Ja, bei mir war es nur Genick gebrochen. Also ich wurde nicht erwürgt. Das ist dann, glaube ich, was anderes. Ja, oder Genick gebrochen. Ich stand ja quasi daneben. Ja, keine Ahnung, warum das nicht zählt. Aber ich habe mich geopfert für den guten Zweck oder so. Hast du ganz toll gemacht. Dankeschön. Fühlte sich aber gar nicht toll an. Naja. Na gut. Flup. Das war jetzt aber wirklich die letzte Runde für mich heute. Erfolgreich war das, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben die Herausforderung geschafft, 30 Level gemacht. Ist, glaube ich, die erste Herausforderung, die ich je geschafft habe. Ja gut, alle anderen. Die eine, also wo ich dann mal mitgemacht habe, dieses, was war das, No Evidence? Nee, No Sanity. Was war denn das, was wir da mal probiert haben, ganz am Anfang? Weiß ich nicht mehr, ich weiß nur. Du bist reingegangen und bist sofort draufgegangen. Ja, das war krank. Ja, das hat, war witzlos irgendwo. Solche Herausforderungen. Das stimmt, das war echt krass. Okay, dann würde ich hier mal rausgehen. Schatze, musst du ins Bett oder hättest du noch Zeit für TFT? Eine Runde ginge. Okay, mach ich schnell aus hier. Glaubst du? Dann verabschiede ich mich hier fürs Mitspielen, raus. Ne? Im Chat noch einen Moment. Ja, danke, dass ich mitspielen durfte. Ja, sicher, sicher. Gern. Du hast doch geregelt. Oh ja, das ist immer noch nicht so sehr. Ach doch schon. Sei mal nicht so bescheiden. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, genau, tschau. Bis dann. Ciao. Dann gehe ich hier auch mal kurz raus, ne? Blup. Und unmute mich hier. Oh je, ihr wart alle selbstständig. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Nice, ey. Da mache ich hier nochmal ganz kurz TFT auf.